Die Messergebnisse erlauben dem Planungsingenieur, Entscheidungen über durchführbare Hebungen und eventuellen Schotterbedarf auch ohne Begehung zu treffen. Ein Laserscanner tastet das Bettungsprofil ab. Trifft ein Laserimpuls auf den Schotter, wird er reflektiert. Im Empfänger des Scanners werden Abstand und Messwinkel registriert. Aus der Abfolge der empfangenen Impulse wird die Kontur des Schotterprofils berechnet, sowie in regelmäßigen Abständen grafisch dargestellt und gespeichert. Bei der Computeraufzeichnung wird das gemessene Profil mit der Darstellung des vom Benutzer ausgewählten Sollprofils überlagert. Dies erlaubt bereits während der Messfahrt eine Kontrolle des Schotterprofils. Das System bestimmt punktgenau die aktuelle Schottersituation und erlaubt zudem, die vom EMSAT gemessenen Hebewerte in die Schotterbedarfsbilanz mit einzuberechnen. Daraus lässt sich der Schotterbedarf exakt planen. Die Messdaten können ausgedruckt werden, wobei auf der letzten Seite eine genaue Schotterbilanz erstellt wird. Als weitere Option steht das Schienenabstandsmesssystem zur Verfügung. Der Laserabstandsscanner mit Auswerterechner ermittelt den waagrechten Abstand und die Differenzhöhe zur nächstliegenden Schiene. Der Scanner wird seitlich am EMSAT montiert. Er scannt während der Vorfahrt ständig die Schiene über die komplette Höhe. Der angeschlossene Rechner wertet die Daten aus.